Gut, dann hätten wir das schon mal und mit der Richtigstellung. Und dann kommen wir jetzt zur ersten neuen Nachricht, die ich persönlich sehr interessant finde. Und das wurde heute veröffentlicht von VW. Und zwar bauen die oder planen die wohl fahrbare Roboter für das Laden von E-Fahrzeugen in Parkhäusern anzubieten oder zu entwickeln. Also wie ich das verstanden habe, ist das jetzt noch kein verfügbares System. Das sieht man auch hier, Volkswagen erlaubt einen Blick in die Zukunft, in die Suche nach Ladeplätzen für E-Autos ein Ende hat. Und das Ganze soll hier über diese Ladestationen erfolgen, die mobil sind, die autark sind, autonom, die sich auch selbst wieder laden und die wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Autos dann selbst beladen können sollen. Wie das allerdings aussieht, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll, weil man muss ja selbst beim Auto schon noch dabei sein, um die Klappe zu öffnen. Und auch die Strommenge, die aufgenommen werden kann, also die Energiemenge, ist jetzt nicht so überragend mit 25 Kilowattstunden, aber es macht sicherlich Sinn, weil die ist auch schnellladefähig. Dass wenn man drei, vier von diesen autonomen Robotern im Betrieb hat, dann kann man sicherlich ja in der Stunde auch, ja, wobei die müssen auch wieder geladen werden, ne? Also da braucht man dann schon ein paar für ein größeres Parkhaus, um da wirklich sinnvoll laden zu können. Wobei, wenn jedes Auto nur mit 10 bis 15 Kilowattstunden beladen wird, das würde ja auch schon reichen fürs Parken und dann hätte man zwei Autos mit einem Roboter praktisch voll bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das für eine Schnapsidee haltet oder ob das in Zukunft was sein könnte, was in Parkhäusern zum Einsatz kommt. Also ich sehe das durchaus als Möglichkeit. Tesla hat ja auch schon an so einem Roboterarm zum Laden gearbeitet und versucht da, ja, wie soll ich sagen, das Ganze ein bisschen zu automatisieren und noch bequemer zu machen, als es sowieso schon ist. Also ich denke mal, das könnte was sein, was in Zukunft tatsächlich funktioniert und auch wir in Parkhäusern sehen könnten. Und es zeigt für mich auch mal wieder, dass VW, obwohl sie ja in der Vergangenheit viel Mist gebaut haben, jetzt doch langsam ja, erkennen, wo die, ja, wo die Richtung hingeht und E-Mobilität wirklich ernst nehmen und sich auch Gedanken machen, wie E-Mobilität in Zukunft aussehen könnten. Also es hört bei denen augenscheinlich nicht nur beim Auto auf, sondern die denken noch weiter und denken auch in größeren, ja, in größeren Dimensionen noch mit Ladeparks wahrscheinlich. Also in Wolfsburg bauen sie ja einiges. Dann die VW-Händler müssen alle eine DC-Ladesäule bei sich aufstellen im Betrieb, die dann auch die Kunden und öffentlich genutzt werden können. Und mit dieser Lösung hier muss man echt sagen, haben sie das nächste, wie soll ich sagen, Gadget am Start, wo ich sage, okay, VW macht im Moment einiges richtig. Und diese flexiblen Ladesäulen mit integriertem Akkupack, ne, also die dann auch etwas mehr Menge aufnehmen können. Das heißt also mit niedriger Ladeleistung sich selbst aufladen, aber dann wieder schnell hohe Ladeleistung abgeben können. Aber dafür dann das Netz ein bisschen entlasten, weil sie nicht aus dem Netz auf einmal eine hohe Energiemenge entnehmen. Die sind ja auch schon veröffentlicht worden. Also VW macht einiges richtig, was das angeht. Jetzt gucke ich mal, was ihr dazu schreibt. Ob ihr das gut findet oder ob ihr es blöd findet. Also der Joe Ventura sagt Quatsch, der findet es also nicht gut. Mit einem VW ablösen willst. Ah, der Hans-Peter schreibt, dass der Kona sich vielleicht Gedanken macht, weil ich jetzt schon wieder über den VW ID praktisch spreche, wobei jetzt geht es ja erstmal nur um die Ladelösung. Dann der Alexander ID hat für eine Weihnachtsmütze 5 € gespendet. Vielen Dank dafür. Ich habe doch schon meine Badekappe auf. Das sollte doch eigentlich reichen. Hallo vom Bodensee, ja, hallo Michael. Hat Björn Nyland schon mal ein Video gemacht? Das gibt's schon in Korea. Sagt der Erik Schwab, das wusste ich nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Ich weiß, dass es da schon irgendwo, das haben die auch, also das wird ja dann auch von den etablierten Medien heute aufgegriffen. Da stand dann auch in einem Artikel, dass es das wohl irgendwo schon gibt. Ich habe aber dann nicht weiter nachgelesen und weiter recherchiert. Also mit anderen Worten, in Südkorea gibt es das laut dem Erik schon. Okay, das Ding sieht so aus, als wenn es den Wagen innen auch noch gleich aussaugen kann, schreibt der Marcelinho. Da möchte ich sagen, das ist jetzt keine Fake News, die von mir kommt, das wird von Marcelinho gesagt. Meinst da, ui, ist ja so schwer, einen Stecker ins Fahrzeug zu stecken, sonst kann man überall was reinstecken. Okay, also der Meinst da ist auch nicht so begeistert. Schlafael schreibt, weil man, an der schreibt aber an jemand anders, Schabfernbedienung, ah, hier wird auch fleißig weiter geraten. Also das wird heute auf jeden Fall aufgelöst. Ne? Also für die Datenbank haben wir dann heute auf jeden Fall einen Gewinner. Werden doch viele Arbeitsplätze frei, da könnte doch Personal den Akku anstecken. Ja, wobei,
Also das mit dem Anstecken, da bin ich auch der Meinung vom, ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hat, der Mainzer, glaube ich, das könnte man auch noch selber machen. Ich fände es halt, mir würde es reichen, wenn ich sagen kann, ich fahre jetzt in das Parkhaus rein, kann bitte ein Parkroboter zu mir kommen, ich möchte mein Auto laden. Und dass der dann kommt und ich einfach den Stecker ins Auto einstecke. Das wäre jetzt so meine Idee dafür, das würde mir schon ausreichen. Aber natürlich, das wird man dann auch entsprechend bezahlen müssen. Preiswert wird da Laden sicherlich auch nicht sein. Also mit anderen Worten ist das auf jeden Fall noch Zukunftsmusik. Ja, ich mache auch mal wieder den Schlappenbrowser, damit ihr auch ein bisschen was zum Gucken habt. Mal weiter gucken, was schreibt er sonst noch? Ist doch eine coole Idee von VW, schreibt der Mike. Genau, Mike, so sehe ich das auch. Schönen guten Abend, schreibt der Andreas. Ja, schönen guten Abend, Andreas. Lädt der Kia e-Niro mit einer Phase oder mit drei Phasen? Der Alte hat mit einer Phase geladen, nach meinem Kenntnisstand. Der Andreas ist auch im Chat, der kann das auch korrigieren, falls ich was Falsches sage. Und das Facelift-Modell sollte dann auch einen Dreiphasenlader eigentlich erhalten, weil so war es auch beim Kona und die nutzen ja grundsätzlich ähnliche Technik. Ich glaube, nur die Akkupacks unterscheiden sich, sind von einem anderen Hersteller. Und der Kona, also mein Kona kann einphasig laden und das Kona Facelift-Modell, auch deutlich teurer geworden ist, das kann dreiphasig laden. Okay, dann schreibt hier noch der Christian Wehner, ein solches Ladesystem gibt es schon in China. An das Fahrzeug wird vorne eine Gegenstation gehängt. Die Gegenstation wird im Fahrzeug angesteckt. Der Roboter fährt dann diese an. Ah, ich verstehe. Also als Parkhausbenutzer sehe ich auch gerade hier, die Schrift Schlappencam ist ja falsch positioniert. So, jetzt passt das wieder. Also mit anderen Worten, man fährt ins Parkhaus rein. Man muss dann schon den Adapter irgendwie vorne in seinen CCS-Ladeport einstecken. Und dann, wenn der Roboter Zeit hat und frei ist und genug Strom geladen hat, dann fährt er zu dem Auto und kann dann automatisch auf den Adapter zugreifen. Das ist natürlich eine clevere Lösung und damit löst man auch das Problem. Punkt A, dass der Roboter vielleicht zu bestimmten Zeiten, wo man im Parkhaus fährt, gerade nicht verfügbar ist. Und Punkt B, es gibt kein Problem mit dem Anstecken des Fahrzeugs. Also guter Hinweis von dir, Christian, vielen Dank. Das macht natürlich Sinn. Solche Ideen haben Leute, die Verbrennerparkplätze nicht aufgeben wollen. Ja, Matthias, man muss aber dazu sagen, der Übergang ist ja nicht von heute auf morgen. Und ob man jetzt schon wirklich ein ganzes Parkhaus mit Elektroautos, mit elektrischen Ladestationen ausrüsten sollte, wobei eine verstärkte Steckdose reicht ja eigentlich schon, das ist halt die Frage an der Stelle.